So, wir haben heute eine spannende Behandlung, die Zornesfalte. Ist eigentlich gar nicht so spannend, aber das meinen die meisten vielleicht. Es ist sehr wohl spannend, weil wir sie nicht mit Botulinumtoxin behandeln, sondern mit Fillern. Und das hat eine gewisse Gefahr. Das zeigen wir euch heute. Und zwar haben wir folgendes Problem bei der Zornesfalte. Diese Patientin hat bereits eine Botulinumtoxinbehandlung bekommen. Wenn sie versucht, böse zu schauen, ist fast keine Bewegung mehr in der Zornesfalte drinnen. Aber die Zornesfalte ist noch sichtbar. So, und jetzt ist die Frage, wie bekomme ich diese Zornesfalte weg? Die meisten sagen, na, spritzen wir halt einfach einen Filler rein. Das stimmt, das funktioniert auch, aber das birgt eine gewisse Gefahr. Denn von der Mittellinie ca. 1,6 cm und 2,6 cm kommen zwei relativ dicke Arterien raus, die im Hauptbereich eigentlich hier nach oben laufen, haben auch einen Namen, Arteria supraorbitalis und supratrochlearis. Und diese geben hier so kleine Gefäßäste in die Mitte ab. Und diese Gefäßäste liegen extrem oberflächlich. Was ist daher das Problem? Wenn ich versuche, hier oberflächlich Filler einzubringen, habe ich das Risiko, in diese Gefäße Filler hineinzuspritzen. Und diese Gefäße haben eine Verbindung in die Augenarterie. Und wenn ich jetzt es schaffe, bis zu 0,4 Milliliter Filler in dieses Gefäß hineinzuspritzen, wandert der Filler gegen den Arterienstrom hier nach hinten und kann zur Erblindung führen. Achtung, richtig gefährlich, Erblindung. Ja, ihr habt richtig gehört. Wissen schützt vor Unfug. Deswegen sollte man wissen, wie man, wenn man die Zornesfalte hier behandelt, wie man das Ganze macht. Ich muss dem Gefäß ausweichen oder ich muss dort behandeln, wo das Gefäß eben nicht sichtbar ist. Und wenn das Gefäß hier oberflächlich läuft, dann muss ich hier tief behandeln, in der Tiefe den Filler absetzen. Und wie man das macht, zeige ich euch gleich mit einer Technik, mit einer Kanüle. Der Vorteil ist, also wir haben hier einen Filler mit einer 25G-Kanüle und mit einer 23G-Nadel. Und das, was wir machen jetzt hier eine, Achtung, kommt ein kleiner Stich, machen hier einen kleinen Stich in die Haut. Aber nicht nur in die Haut, sondern tiefer. Ich bin hier jetzt bis an den Knochen runtergekommen. Dann nehmen wir die Kanüle in die Hand. Die Kanüle hat die Besonderheit, wenn wir das ganz ruhig halten, sehen wir, dass die Kanüle vorne stumpf ist und das Material an der Seite nach außen tritt. Ich drücke ein bisschen drauf, da seht ihr, wie der Filler rauskommt. Und jetzt mache ich Folgendes, dass ich mit dieser Kanüle tief unter die Haut, unter die Muskel, tief am Knochen eigentlich kratze. Alles gut? Mhm. Und jetzt den Filler ganz in der Tiefe abgebe. Das heißt, wenn ich den Kanüle hier ein bisschen nach oben halte, seht ihr, dass ich viel zu tief bin, weil die Gefäße laufen hier oberflächlich. Und jetzt kann ich in der Tiefe den Filler langsam abgehen. Und ich glaube, man sieht auch direkt eigentlich bei der Behandlung schon, dass ich mit wenigen Millilitern die Zornesfalte hier auffüllen kann, aber ohne das Risiko, das Gefäß zu treffen. Ich glaube, sieht man ganz gut, gell? Mhm. Dass die Zornesfalte nicht weg ist. Das heißt, hier werden wir auch noch ein paar Tropfen Filler reingeben an der Seite. Daher, die Behandlung der Zornesfalte funktioniert so. Zuerst mit Botulinumtoxin ruhig stellen und dann kann ich verbleibende Falten, die da sind, weil sich das schon so viel eingegraben hat, einfach mit Filler auffüllen. Aber niemals oberflächlich, ganz wichtig, sondern wenn in dem Bereich tief. Erst ab der Mitte der Stirn werden diese gefährlichen Gefäße oberflächlich. Das heißt, hier darf ich nicht oberflächlich spritzen. So, hier werden sie oberflächlich. Das heißt, in dem unteren Bereich aufpassen, tief spritzen.